hier in Ulm im OV-Abend. Ich habe die Geräte hier im Hotel Engel aufgebaut. Ja, inzwischen ist es dunkel, das Wetter ist leicht nieselig, aber sonst, wir verstehen dich laut und klar. Zurück zu dir, hier ist Delta Lima 1, Whisky Oscar Lima. Jetzt müssen wir dann Umschaltpause machen, das ist ein bisschen Nachteil. Und dann erscheint dann hier an der zweiten Seite sein Rufzeichen. Wenn die Verbindung nicht abbricht. Ja, hier kommt Sierra Victor 8, sprich Delta Golf 6, 400 Kilo zurück. Ich bin jetzt hier unten am Hafen, beziehungsweise am kleinen Strand. Ich bin hier auf Kurs, 2 Meter von der Wendung entfernt. Ich arbeite hier über einen Repeater, der ist ca. 35 Kilometer entfernt. Auf Pantacator, das ist der nächste Berg hier auf Korfu, 300 Meter über Meer. Und das Call vom Repeater ist Sierra Whisky 8 Romeo. Das ist ein Brandmeister, Repeater, und das klappt wunderbar nach unten her in den Engel. Mikrofon wieder zurück zu dir, Wolfgang. Ja, hier wird fleißig jetzt mein Funkgerät fotografiert. Ich weiß gar nicht, ob es verdient hat, sogar gefilmt. Wir nehmen das auf. Ja, du kommst hier klar und deutlich rüber. Die 5.9 kann ich dir geben, wobei das natürlich bei digital immer so ein Thema ist. Thomas Krassmann steht jetzt vorne und hat hier schon seinen Vortrag extra für uns unterbrochen. Und ich hoffe, er wird nachher noch erläutern, was jetzt da genau abläuft und was wir eigentlich hier anstellen. Zurück zu dir, Hans-Peter. Hier ist Delta Lima 1, hier ist die Oscar Lima Wolfgang in Ulm leer. Es gibt eine berühmte Umschaltpause. Ja, hier ist Sierra Victor 8, sprich Delta Golf 6, Sierra Kilo Portable zurück. Der letzte Durchgang, der war ein bisschen abgehackt, so 50% kam durch, aber im Grunde und Ganzen habe ich verstanden, was du gemeint hast. Ich habe heute Mittag, nachdem ich mit dir über einen Hotspot gearbeitet habe ich das Gerät nochmal programmiert hier für den Repeater und bin dann auch nachmittags, nachdem es schön Wetter war, nochmal hier runtergebracht und probiert, ob das klappt über den Repeater. Und man kann ja dann auch schöne Dashboards sehen, dass man die Top-Gruppe aktiv geschaltet hat. Beispielsweise ist wunderbar, wenn man gleichzeitig im Internet schauen kann, ob das alles darüber so gut funktioniert. Mikrofon wieder zurück zu dir, Wolfgang. Ja, Hans-Peter, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und, so wie ich verstanden habe, extra dein Abendessen unterbrochen. Du bist ja eine Stunde weiter, hast du mir erzählt. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, für das QSO. Und natürlich bekommst du von mir natürlich eine Karte für diese tolle Verbindung über DMR und C4FM gleichzeitig. Vielen Dank. Ich gehe zurück zu dir zum Schlusswort. Ja, jetzt war ich dran, ich war kurz, ich war hier noch mal zurück. Ja, es ist ein bisschen abgehackt,